Lange Dinge. Let's go. Überzüchtete Gurken. Bandwürmer mit Hut. Eine 8 Stunden Autofahrt ohne Jogginghose. Und der 49. Breitengrad, auch bekannt als längste Ländergrenze zwischen Nordkorea und deiner Mutter. Ich mach nur Spaß. USA und Kanada. Ignorieren wir mal kurz diesen Haufen. Ja, ich weiß, ist ganz schwierig. Kanada ist von der Fläche her 30 mal größer als Deutschland, hat aber weniger als die Hälfte an Einwohnern. Heißt das, dass zwischen den Menschen einfach deutlich mehr Platz ist? Hey Nachbar! Hey! Wie heißt du eigentlich? Mike! Wie du heißt? Mike! Nein, f*** du dich doch! Nein, denn der größte Teil der Bevölkerung dümpelt in den Großstädten unterhalb dieser Linie vor sich hin. Weil hier oben hat gar keiner Bock drauf. Zwischen Kanada und Grönland, was zu Dänemark gehört, gibt's eine kleine Insel namens Hans. Und beide Länder sagen, das ist unser Hans. Es ging so weit, dass 1984 der dänische Minister für Grönland zu Hans hinauspaddelte und eine dänische Flagge mit einer Flasche dänischen Schnaps auf der Insel platzierte. Und die Kanadier so... Ach ja, was ein Land.